Hi da, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer neuen Folge Jurassic World Alive. Die Folge fängt schon mal krass an. Wir haben hier einen T-Rex. Das ist einfach so gerade gespawnt. Mal schauen, wie gut ich bin. Ich hoffe, es laggt nicht zu sehr. Es laggt ein bisschen wegen dem Aufnahmeprogramm. Aber ja, es geht schon. Der Lag ist doch ein bisschen. Bisschen DNA geht auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall kommt heute eine krasse Folge. Darauf freue ich mich schon eine Weile. Ihr wisst ja momentan, Jurassic World Alive geht richtig krass ab. So. Starten wir erstmal mit dem freien Inkubator. Holen wir uns eine Kleinigkeit. 3 Geldding, okay. 9 Velociraptor, okay. Leider gibt es momentan keine Box, ich würde mir gerne eine kaufen. Aber das Angebot ist irgendwas mit 6.000. Momentan habe ich ja ein bisschen Cash durch die neuen Achievements, die neuen Aufgaben. Da kriegt man hier ein bisschen Cash, habe ich mir jetzt angespart. Hatte ich eigentlich vor, ein paar Boxen zu kaufen, aber nicht, wenn die Box momentan 6.000 kostet. Aber hier haben wir auch noch eine Box. Und die hat es auch in sich. Warte mal. 24 Stunden Inkubator, wieder mal. Los geht's! Fast 10.000 Gold, okay. 1160 Velociraptor. Saftig. Ich kann nur sagen, saftig. 3000 von dem, okay. 3000 ist übertrieben. Heftig. 232 von dem, okay. 200 von Utahraptor, nice. Und 151 von dem, okay. Und 102 von dem, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt können wir ein paar Dinos erschaffen und pushen. Also erschaffen glaube ich nicht, aber pushen. Damit wir uns mal endlich ein anständiges Team machen können. Weil, ja, mein Team momentan ist relativ schwach. Vor allem seit dem Update wurde es auf jeden Fall ein bisschen geschwächt. Und momentan läuft ja auch das Gold-Event. Das heißt, man kriegt genug Gold, um eine Menge Sachen zu pushen. Ich war heute noch nicht unterwegs. Ja, den pushen wir auf jeden Fall. Den Utahraptor. Du bist einer meiner Lieblinge. Bam. 8000. Das ist so viel, Mann. Okay. Den braucht man eh auf Level 15, weil der paar Hybriden. Die kann man erst mit Level 15 freischalten. Ich denke, wir geben eigentlich alles aus heute. Bam. Erstmal natürlich die Sachen, die im Team sind. Hier kann ich auch nochmal ein bisschen was kreieren. Aber der linke, der ist relativ selten bei mir. Schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht. Mit dem Ceratops wahrscheinlich. T-Rex auch. Den baue ich eh noch auf Stufe 15 oder so. Für ein paar Hybriden. Am Moment dann habe ich den im Team als Konter gegen die ganzen Tanks. Weil die Konter gegen die Raptoren sind die Tanks. Und gegen die Tanks sind die besten Konter eigentlich der T-Rex. So, bei dem weiß ich nicht, der kostet 10.000. Das ist so übertrieben teuer, Mann. Und Level 15 reicht eigentlich erstmal. Wobei Level 16 haut schon rein, Mann. Okay, den brauchen wir auch auf 15 für seinen Hybriden. Und jetzt führe ich den vielleicht sogar zurück ins Team. Mit den Werten. Haut er schon rein. Muss ich mal schauen. Als nächstes der Allosaurus. Den brauche ich auch auf Level 15. Also pushen wir den mal. Der hat abnormal viel Damage. Wir können ihn sogar nochmal hochpushen. Seht ihr das? Er hat 900 Damage, aber er ist halt richtig, richtig langsam. Aber schon heftig. Wie auch die anderen brauche ich den auf Level 15. So. Und kann ihn noch ein bisschen clearen hier. Ein bisschen DNA von dem generieren. Nur so viel, wie ich von diesem Langhals links hab. So. Wir haben auch schon die Hälfte verschleudert. Also das ist echt heftig. Das ist heftiger als Sternstaub bei Pokémon. Das geht so schnell weg. Ah, wir können den wahrscheinlich sogar noch ein Level höher machen. Ja, dreimal geht's noch? Ja, müsste schon machbar sein. Ja, easy.
4000. So teuer, Mann, heftig. Aber irgendwann müssen wir eh jeden pushen. Also, ist eigentlich relativ egal, wann wir was pushen. Und das letzte. So. Ja. Schauen wir mal, was wir noch pushen können. Da haben wir den. Ankylosaurus. Bam. Der sagt mir sogar was. Man muss aber nicht jeden auf Level 15 pushen. Da muss man mal schauen. Weil zum Beispiel, warte, ich zeig's euch gleich mal. So. Wenn wir Glück haben, dann können wir den sogar noch ein Level höher pushen. Und wir haben Glück. Bam. Puh, aber wir haben fast kein Gold mehr. Zum Glück geht das Gold-Event noch ein paar Tage, 4 Tage glaube ich. Das sind nochmal um die 40.000, wenn nicht sogar mehr. Also ich versuche da auf jeden Fall Level 9 zu erreichen. Zum Beispiel jetzt, der hier, den muss ich nicht auf Level 15 pushen. Den Beginn kann ich auch davor machen, beziehungsweise habe ich schon gemacht. Den, der ist auf jeden Fall, den will ich sogar in mein Team tun, jetzt dann. Weil der ist ziemlich stark mit seinem Decelerating Impact und Counter Attack hat er auch noch drauf. Okay, schade, das war's von dem. 2000, ciao. Oh, wir können ihn sogar nochmal. 4000, 6000 gesamt. Puh. Teuer, teuer, teuer. Wir haben echt nicht mehr so viel. Haben wir den als nächstes? Leider kenne ich die Namen leider nicht. Postimetrodon. Ups. Wir haben das Kabel verloren. Ja. Der muss auch gepusht werden. Also alle müssen gepusht werden. An sich. So, ich komme mal ein bisschen näher. Ah, von dem können wir sogar noch DNA machen. Also, vielleicht können wir den ein drittes Mal pushen. Also, noch einmal meine ich. Nicht ein drittes Mal. So. Wobei, wir brauchen da noch relativ viel. Aber wir können noch 6 Mal. Ja, das müsste reichen. Ja, vor allem, wenn das 40 bringt hier. Echt heftig. Gold ist eine krasse Ressource hier. Mal schauen, ob ich Level 9 erreiche. Ich glaube nicht, weil ich kann nicht mehr so viel pushen. Also Level 10 meine ich. Ich bin ja Level 9. So. Ein bisschen clearen geht noch. 2 Mal. Oh, 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 wir haben Level 10 erreicht. Bam! Krass, Level 10. Da kommt ein einmaliges Angebot natürlich. Nee, danke. Yes. Huh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so viel bringt. Wir hauen hier gerade alle unsere Ressourcen raus. Den haben wir auch noch. Aber der hat keinen Hybriden, also den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Momentan nicht. Der hat einen. Genau. Bam. So. Oida. Können sogar noch mehr pushen. Ja, jetzt können wir nur noch 4 Dinos pushen. Auf Level 12. Oh, okay. Den müssen wir hochpushen. Ja, der ist an sich auch gar nicht so schlecht. Den hatte ich sogar eine Weile in meinem Team. Wahrscheinlich beide auf 15. Auch nicht. Das heißt, wir können eigentlich sparen oder irgendeinen zum Spaß noch pushen von denen. Ich würde sagen, wir sparen. Und dann war es auch schon von diesem Video. Richtig krass. 24 Stunden Inkubator. Krasse Dinos gepusht. Und Level 10 erreicht. Kann sich sehen lassen. Gold-Event läuft noch ein paar Tage. Ich muss mir wieder ein bisschen Gold ansparen und dann noch ein paar Sachen pushen. Mein Team werde ich jetzt ändern, weil jetzt ist ja mächtiger geworden.
Mal schauen, was ich da so alles reintun werde. Also das war's erstmal von mir und Jurassic World Alive. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Mies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Vergesst nicht, Jurassic World Alive macht echt eine Menge Spaß.